Der Caravansalon 2022. Gerhard Volkner ist da. Ich grüße dich, Gerhard. Hallo Sven. Ja, wieder mal ein John Cooper Works in der Trendfarbe Grau. Aber hier ist es fast Ton in Ton. Simone, wäre das dein Auto? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist auch, glaube ich, ein Tick mehr in meiner Preisklasse wie der Ferrari. Nein. So, du hast den Gerhard kennengelernt. Wie würdest du ihn beschreiben in 3 Sätzen? In 3 Sätzen? Ich hätte es auch in 3 Wörtern hinbekommen. authentisch, bodenständig und begeistert. Begeistert, ja. Ich würde ihn beschreiben als ein wirklich Vollblut-Handwerker, so kann man sagen, mit tollen Ideen. Ja, so in die Richtung geht das schon, ja. Ja. Es liegen auch ein paar Jahrzehnte Erfahrung hinter. Sag mal, wie hat das Ganze angefangen, hier so ein Fahrzeug zu konstruieren mit allem drum und dran, als Kind? Was hast du da schon gemacht? Ja gut, ich habe Fahrzeugbau gelernt, ich bin mit 14 Jahren in Lehre gekommen. Als Kind habe ich natürlich alles auseinandergebaut, habe den Hintern voll gekriegt, weil ich alles zerlegt habe zu Hause. Rasenmäher. Und habe einen Motor ausgebaut, den Go-Kart gebaut, hat der Opa furchtbar geschimpft. Ja. So hat er eigentlich angefangen. Eltern waren aber jetzt nicht Fahrzeugbauer? Nein, Eltern sind aus einer ganz anderen Richtung. Meine ganze Familie ist Gärtner, Landschaftsgärtner. Und ich bin der Einzige, der da so ein bisschen entartet ist. Wie hat das Unternehmen dann angefangen? Hast du gesagt, so jetzt, also natürlich nach deiner Ausbildung und so weiter, wie hat das gestartet, die Idee zu dem Unternehmen? Ja, die Idee zu dem Unternehmen war eigentlich, ich habe gerne Fahrzeuge gebaut und habe für die Firma, wo ich gelernt habe, war ein riesen Fahrzeugbauunternehmen, habe ich Teile gefertigt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann Fahrzeuge auch selber gebaut. So hat das angefangen, aber richtige schwere Fahrzeuge. So, wir schauen uns mal kurz das Auto an. Komm mal mit, Gerhard. Dass wir das mal sehen, das ist er, das ist was ganz Besonderes, ein Performance, aber hier steht jetzt nicht S dran, was ist der Unterschied? Nein, das ist der 11er Performance, ist etwas kürzer, ist ein bisschen kompakter gebaut und kann Fahrzeuge mitnehmen in Mini Cooper Größe. In Mini Cooper Größe, das ist jetzt hier der Fall. Der Mini Cooper wird noch lange gebaut? Da kann ich nicht sagen, aber ich hoffe, weil für mich ist er eigentlich das beste Beibo, der bietet am meisten in dieser Kategorie. So, das Fahrzeug hat welche Daseinsberechtigung? Man könnte ja auch immer den großen kaufen, den S. Ja gut, der ist natürlich so, er ist einen Meter kürzer, aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Der Radstand ist das Entscheidende. Der ist natürlich viel wendiger als der große. Ah, okay, das muss man also ganz klar sehen. Je kürzer die Radstände werden, je wendiger werden die Fahrzeuge natürlich. Das ist, glaube ich. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, und deshalb habe ich den entwickelt, ich wollte einfach ein Meter längeres Boot haben. Und den kann ich hinter meinen 12 Meter nicht hängen. Deshalb wollte ich einen 11 Meter für mich bauen. Und der ist eigentlich vollkommen ausreichend von den ganzen Ausmaßen und Volumen und. Aber ich hätte einen Meter längeres Boot hinterbekommen. Hab einen gebaut und den habe ich dann leider direkt verkauft. Also fahre ich wieder mit 12 Metern und einem kurzen Boot. So, das sind aber, die Elemente sind alle die gleichen. Das bedeutet, wir haben den, ich sag mal, Mini hier drin. Ja. Wir haben die, wie nennst du die Garage hier? Mittelgarage. Mittelgarage. Da fangen wir direkt mal mit an. Sei mal so lieb, fahr sie mal ein. Ja, das ist kein Problem, aber das macht jetzt unser Max, weil dieses Fahrzeug verfügt über die neue Volkner UX-Steuerung. Okay. Und da kann man im Grunde genommen alles vom Tablet oder vom Handy aus steuern. Und deshalb wollte ich euch das ganz gerne mal zeigen, aber da ist der Max mehr im Thema als... Er hat es gerade eben gehabt. Ja. Genau, den holen wir jetzt. Du bist unterwegs, wenn du ihn mal gerade suchst, ja, geh mal ruhig auf den Stand. Ich zeig mal derweil mal ganz kurz mal das Objekt, was wir hier haben. Jetzt oder brichst du dazu ab? Ja, wir machen das gleich mal mit dem Max, wenn der kommt, dann mache ich mit ihm weiter, dass wir das haben. Du holst mal gerade den Max. Ich zeig mal gerade das Fahrzeug, was wir da haben. Ja, wir sind heute Samstag vielleicht für alle mal zum Wissen, wo wir gerade sind. Wir sind am Stand von Volkner. Volkner hat 25 Jahre Caravansalon und da ist er. Max kommt. Und das Ganze ist natürlich ungeschnitten für euch. Du hast eben mal kurz reingeschaut. Das sind schon ganz begeisternde Fahrzeuge. 25 Jahre Caravansalon. Der Mann ist faszinierend, oder? Ja. Ja, und auch einfach diese Begeisterung. Das ist so wichtig, dass man begeistert ist von dem, was man macht. Und dann kann man es auch verkaufen. Das ist so. So, wir gehen mal kurz, ziehen mal ein bisschen auf. Der Sohn kommt gleich. Ich habe die Bedienoberfläche schon gesehen. Sie haben alles komplett neu entwickelt, neu programmiert. Da vorne kommt der Max. Meine Pantoffeln habe ich hier schon... Bereit, ja. Hallo Max, ich grüße dich herzlich. Hallo. Du hast ein iPad dabei, gibt es das nur für das iPad, die Steuerung? Nee, die gibt es tatsächlich auch für Android-Geräte oder tatsächlich auch auf dem PC. Ja, stell dich mal kurz vor, du bist ja? Ich bin der Max Volkner. Ja. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren im Unternehmen. Genau, wir haben uns vor fast 3 Jahren kennengelernt, da warst du noch dabei. Ausbildung beendet? Noch nicht, ich mache die Ausbildung dieses Jahr zu Ende. Als was? Als Fahrzeugbauer. Ja. Genau, und danach werde ich einen Meister machen. Und dann gehe ich komplett in den Betrieb. So, wir werden den Slider auch gleich erst einfahren. Wir müssen gucken, ob irgendwas innen drin stört. Aber du kannst alles jetzt mit der Bedienoberfläche machen, oder? Genau. Also die Zukunft ist, dass wir mit der Volkner UX sämtliche Funktionen im ganzen Fahrzeug lokal steuern können, also am Fahrzeug, oder auch international auslesen können. Okay.
das ist einfach für den Kunden ein riesen Vorteil, weil es einfach total komfortabel ist. Also nochmal, du kannst online auf die Fahrzeugelektronik gehen, kannst genau. Diagnose fahren, du kannst während der Fahrt einen Slider ausfahren. Das jetzt nicht, aber man kann zum Beispiel verschiedene Sachen wie zum Beispiel die Heizungen steuern, die Klimaanlagen und die ganzen Sachen natürlich auch auslesen. Ich habe eben einen Frevel begangen. Ich habe gesagt, das ist ein Slideout, ist es ein Wallout. Das stimmt. Bei uns heißt das Wallout, weil wir ja nicht nur eine kleine Ecke rausfahren, sondern wirklich die gesamte Wand. Komm, wir zeigen das mal ganz kurz, dass wir auf der Seite sind. Das ist der Elva, ein ganz besonderes Fahrzeug. Dein Papa hat gesagt, den haben wir gebaut, damit das Boot einen Meter länger wird, oder? Ganz genau. Man kann hier halt ein schönes Boot dranhängen, das ein bisschen länger ist als beim Performance S, hat aber trotzdem die ganzen Vorteile. Man hat fast die gleiche Technik. Und man hat einen großen Motor drin mit schön viel Leistung. Viel Leistung heißt wie viel? Ja, der Volvo-Motor hat 460 PS und den kann man natürlich dann aufrüsten bis maximal 530. Simone, komm mal kurz her. Wir müssen irgendwie einen Stapel, das nehmen wir aber gleich von vorne, was wir haben. Also das ist wirklich ein tolles Auto. Die Farbe sehr klassisch, oder? Genau, das ist so unsere klassische Farbe. Da gibt es immer verschiedene Pigmentänderungen. Ja. Der eine Kunde möchte da ein bisschen mehr Silber drin haben, der andere ein bisschen mehr Gold oder Grau. Aber ungefähr dieser Farbton ist eigentlich, sage ich mal, unsere meistverkaufte Farbe. Oh, ich brauche dich ja nicht zu fragen, ob du irgendwann mal ins Unternehmen einsteigen willst. Du bist mittendrin, oder? Genau, ich bin mittendrin, kann man so sagen. Ist das schwierig, wenn man so als Junior aufwächst? Du wirst ja unter 35 Mitarbeitern, sind viele Meister und so weiter. Du musst ja dein Zeug erst verdienen, oder? Stimmt schon ein bisschen, aber man lernt natürlich auch erheblich mehr, ja, wenn man da so einsteigt mit so viel Hintergrundwissen, auch was in der Firma steckt. Dein Papa ist ja schon ein ganz ulkiger Typ, muss man sagen. Also der nennt die Sachen beim Wort und so weiter. Du bist jetzt in einigermaßen Hochdeutsch ausgewachsen. Dein Papa hat Dialekt. Sprichst du noch Dialekt? Ein bisschen spreche ich schon, aber nicht so wie der Papa, da. Nicht so wie der Papa, genau. Okay. Ab und zu kommt da mal ein Dialektwort. Das ist so krass, wenn du mit dem drehst. Das ist fast eine Comedy, weil der so geil ist. Weil er, ja. Oder? Wenn er sagt, weißt du, mit dem Loch, das Loch ist beleuchtet, hat er irgendwie gesagt beim Knopf. Das ist so, oder wie der sagt, naja, ist nicht meins mit dem Orange, ja, aber der Kunde, und da hat er gesagt, das hat mir Schweißperlen in die... Ja, ja, mit der Bar, genau. Das ist so. Er hat eben gesagt, er möchte gern, wenn er irgendwann mal stirbt, im Betrieb sterben, hat er gesagt. Ja, so lange möchte er es gern machen, das traust du ihm auch zu, oder? Ja, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ist dir auch so? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, du brennst dafür. Ja. Das ist ein kompletter Wallout. Wie lang der geht, können wir mal ganz kurz zeigen. Leistung bedeutet auch Drehmoment. Die Volvo-Motoren, die kriegst du im normalen Leben nicht kaputt. Das ist ein Busmotor, oder? Genau, das ist ein Busmotor. Der ist ja gebaut für über 1 Million Kilometer. Ja. Also den als Wohnmobil, sage ich mal, umzubekommen, ist schon eine Meisterleistung. Unkaputtbar. Ihr habt jetzt noch eine Garage hier drin? Ja, wir haben einmal eine PKW-Garage, aber wir haben hier auch eine ziemlich großzügige Fahrradgarage, wo 2 29-Zoll Fahrräder locker reinpassen. Das habt ihr ausprobiert, oder? Das haben wir schon mehrmals ausprobiert. Okay. Und wir haben auch viele Fahrzeuge, wo die Fahrräder dann drin sind. So, das Fahrzeug steht auf Hubstützen. Das sind richtige Baumaschinen-Hubstützen, die hier drauf sind. Traglast pro Hubstütze, was kann die? Die kann 18 Tonnen. Pro Stütze. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall stark, sage ich mal, über... Also wir haben viel, viel mehr Leistung. Überdimensioniert. Überdimensioniert, so. Genau. Ja, ist doch gut so. Ist doch besser wie unterdimensioniert. Das ist so eine typische Klappe. Hier sieht man schön die Dichtungen. Da läuft nichts rein, oder? Nee, da läuft nichts rein. Wir haben hier Dichtungen, die sind komplett, die gehen einmal rum, also vollflächig. Seamless. Die sind praktisch wahrscheinlich irgendwo verklebt, oder? Genau, die sind hier vorne verklebt. Natürlich auch unten, weil... Hauptsächlich kommt ja oben Wasser rein und da ist es hundertprozentig dicht. Das sind so doofe Fragen, weil wir haben ja auch viele Leute, die Selbstausbau machen, die sich gern so Videos angucken. Ja. Das ist schon so, das Ganze muss ja auch bestehen bei den absoluten Fachleuten pro Gewerk. Also ich sag mal, der eine, der kann Hydraulik, der andere kann Elektrik, genau, der andere macht Heizungsbau. Ihr seid ständig unter Beschuss, aber ihr habt genau diese Fachleute bei euch arbeiten, oder? Ja, wir haben alle Fachleute natürlich bei uns sitzen. Und natürlich durch die ganzen Jahre, da kommt so viel Wissen zusammen, dass man dann am Ende so ein Top-Produkt hier ausliefern kann. Ja, eine kleine Alufelge, dann habt ihr die Radkappen, die sind auch noch extra hier von den Schrauben. Genau. Ist ja süß, so das mit dabei. Mein Logo darf natürlich auch nicht fehlen. Wo denn? Wo ist es denn? Ja, das große Volkner. Das große Volkner, Frau. Ihr habt unglaublich viele Bearbeitungsmaschinen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Komm mal gerade einen Schritt vor wegen dem Licht, dass ich dich mal sehe. Die Bearbeitungsmaschinen, was habt ihr zum Beispiel? Ihr habt alles. Ja, im Prinzip haben wir alles. Wir haben CNC-gesteuerte Fräsmaschinen, wir haben CNC-gesteuerte Plasmamaschinen mit großen und kleinen Plasmaschneidern für richtig dicke Bleche. Also Beispiel hier unten, da habt ihr mal so ein V reingelasert. Ja, das haben wir einfach
Einfach mal reingelasert. Ja. Dann hier vorne Ausschnitte habt ihr gemacht. Das ist jetzt von hinten, das ist jetzt gemein, weil das hier ist einfach nur ein TV-Ständer, den wir jetzt mal zeigen. Genau, ja. Sowas baut ihr halt selber. Der wird dann so halt geschweißt. Sowas bauen wir auch bei uns selber. Mhm. Der hier ist, der TV-Ständer besteht jetzt tatsächlich schon seit vielen Jahren. Also der ist auch sehr robust. Mein Vater sagt immer, da kann man eine Bombe neben einschlagen lassen und der fällt nicht um. Der Wallout selber, aus welchem Material ist der? Der ist aus GFK und natürlich einen bestimmten Schaum und noch verschiedenen anderen Zusatzmaterialien gefertigt, weil wir hier eine durchgehende Kante haben. Also der ist komplett homogen, das heißt, wir haben keinen Absatz, keine Löcher. Das ist eine durchgehende Fläche. Monocoque fast. Ein Monocoque im Prinzip, ja. So ist es da. Die Fenster, die drin sind, ihr baut die Fenster selber? Die Fenster bauen wir nicht selber. Das sind aber Echtglasfenster, die so richtig stabil sind mit dickem Alurahmen. Da kann auf jeden Fall ein Einbrecher nicht so wirklich rein. Ja, was noch viel krasser ist, wir haben sie eben zugemacht. Simone, was passiert? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach so, dass der Schall komplett weg ist. Ja, wir waren drin, da war ja hier Geräusche mit allem drum und dran und auf einmal war Stille. Genau, das kommt natürlich erstmal durch die starke Isolierung des Fahrzeugs, aber wir haben auch Doppelverglasung in den Scheiben und die Dichtungen, da hört man innen dann gar nichts mehr. Was ist da drunter unter dem? Hier hinter ist jetzt eine Technik. Darf ich ihn mal sehen? Kann ich mal zeigen. Ich muss dafür nur eine Fernbedienung holen. Ja, mach mal. Um die Klappe aufzumachen. Das ist elektrisch. Der macht das gut, oder Junior? Ich muss sagen, der hat richtig Ahnung. Papa ist so crack mit allen drum und dran. drittes Lehrjahr, also da muss man schon sehen. Und der Papa, der kann ich mir vorstellen, der ist schon genau, oder? Wenn der da irgendwas. Der ist auf jeden Fall auch sau stolz. Nebenan ist so, das ist übrigens hier diese praktische Veranda, die du reinfahren kannst. Ja, und so hat er auch gemeint, ne? Also wenn es dann mal stürmt, regnet, fährt man es einfach rein, bleibt dann sitzen. Also ja, du gehst mal irgendwie Fahrrad fahren, dann kannst du das Ganze reinmachen, wenn du zurückkommst, hat geregnet, macht nichts. Hammer. Ja. Da oben ist die Markise mit dran. Weil so eine Markise hält halt dann doch nicht so viel aus, wie jetzt so eine Garage, ne? Ja, und wenn die Markise, sag mal, die Markise fährt automatisch rein, wenn es mal stürmt? Habt ihr so eine Steuerung? Das kommt jetzt alles noch mit dieser Volkner UX. Wir sind dieses Jahr noch sehr, sehr stark da am Programmieren, dass wirklich jedes System an diese Steuerung angeschlossen ist. Und da kann man solche Events dann natürlich auch vorführen. Oder so, das ist die Fernbedienung? Genau, das ist jetzt hier noch eine Fernbedienung. Das kommt dann später auch alles aufs Tablet. Okay, das heißt, alles Bussystem, alles wird praktisch Smart Home-mäßig versteuert? Ganz genau. Und alles mit unserer Oberfläche, damit wir auch wissen, dass es auf jeden Fall läuft. Gut. Also, dass die Kunden es auch bedienen können. Ja. Die Benutzeroberfläche ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste, das sogenannte Frontend. Ja. Das muss den Leuten gefallen. Ist es elektrisch? Das ist elektrisch, genau. Das ist elektrisch. Hast du gehört? Ja, ja. Elektrisch. Der Gerhard. Das ist Spindel oder wie läuft das? Spindelmotor? Das sind Linearmotoren. Linearmotoren. Genau. Genau die gleichen, die wir zum Beispiel auch vorne bei der Klappe benutzen, nur halt ein bisschen kleiner. Ist das so praktisch vergleichbar? Ist das so eine Art Stepper-Motor, wo du immer genau weißt, wo der steht, nee, ein Linearmotor? Das sind andere Motoren. Die funktionieren über eine Welle. Ja. Die Stepper-Motoren, die haben ja Schritte. Ja. Aber hier haben wir über einen Überdruck, also wenn er einen bestimmten Druck hat, dann schaltet er ab. Jetzt mal eine Frage, die beiden müssen ja vollkommen identisch fahren. Ja. Du musst sie wahrscheinlich direkt am Anfang mal anlernen, oder? Wie läuft das? Anlernen muss man die nicht, aber man muss sich ziemlich gut auskennen mit der Kraft. Ja. Die haben ja ein bestimmtes Newton-Meter. Ja. Und damit muss man sich ziemlich auskennen, weil die variieren auch zwischen Kälte und Hitze. Ja. Und da sollte man eine ziemlich gute Balance fahren, dass die Klappe möglichst gleichmäßig aufgeht. Und dass die jetzt gleich fahren, also die müssen ja links und rechts gleich fahren, wie funktioniert das? Also dass die, oder geht das automatisch? Wenn die unten sind, sind die praktisch auf Null oder wie? Genau, wenn die unten sind, sind die praktisch auf Null. Das ist einfach ein Stoßdämpfer. Mhm. Der wird reingedrückt von dem Motor. Nochmal, genau. Das ist der Motor, ja, und das also ist nur ein Dämpfer. Hier links haben wir den Linearmotor. Jetzt habe ich es verstanden. Da ist nur ein Motor und der andere dämpft. Der okay. Hier dämpft. Nur hier ist es halt wichtig, dass man da die genaue, richtige Newton-Einstellung hat. Alles klar. Ich habe mal so ein Hubdach gesehen, das war mit vielen Linearmotoren. Die hatten da echte Probleme, die zu synchronisieren. Das war so, das habt ihr hier nicht, oder? Nee, das haben wir hier nicht. Das geht auch nicht wirklich. Ja. Dafür muss man dann Stepper-Motoren benutzen. Okay. Da hat man allerdings den Problem, dass man die bei jedem Mal neu fahren erstmal kalibrieren muss. Okay, verstehe. Deswegen haben wir hier jetzt Linearantriebe. So, und das ist jetzt ist nicht so viel Technik. Das sieht aus wie praktisch 230 Volt, Hochvolt. Genau, das hier ist jetzt 230 Volt. Hier sind dann verschiedene Relais. Und hier links 24 Volt. Ja. Die ganze Technik, die sitzt dahinter. Da sitzt auch die Steuerung. Ist ein Master-Volt-System drin, oder?
ist auch drin. Ja. Genau. Hier haben wir jetzt eine Mastervolt-Anlage. Wir verbauen natürlich auch Victron. Okay. Und auch andere Batterien. Wichtig ist euch ja, man kommt überall echt gut dran. Das heißt, wir sehen ja gleich genau. Im Innenraum, da sind auch ganz viele Elemente nochmal wiederholt. Zum Beispiel Reifenwechsel, das ist ein Traum, können wir gleich mal zeigen. Ja, das Reifenwechsel ist ziemlich, ja. Und auch vor allem die Schneeketten drauf zu machen. Ja. Man fährt das Fahrzeug einfach mit den Hubstützen hoch und kann dann ganz sauber daran arbeiten. Ja, das, ich weiß noch, im letzten Video, da gab es irgendwie, ihr habt die hochgefahren, habt eine Stütze allein praktisch nochmal eingefahren. Fahrzeug stand auf drei Stützen, es gab keine Verbindung. Nee. Das ist der Anspruch, oder? Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, weil wir ja unten im Prinzip ein riesen Loch haben, wo der PKW steht und auch oben der Warlord. Und dafür brauchen wir einfach eine sehr, sehr steife Karosserie. Rost, habt ihr Rostprobleme? Rostprobleme haben wir nicht. Warum nicht? Weil wir einfach ordentlich grundieren. Ja. Und wir haben auch viel Edelstahl verbaut. Das kann ja generell nicht rosten. Schön. Ja. Wieder was gelernt. Wir gehen mal kurz zum Rum. Was ist hier drunter, unter dem? Hier ist eine kleine Klappe. Mein Vater hat jetzt nur gerade den Schlüssel. Okay. Da kann man dann zum Beispiel eine Werkzeugkiste reintun. Irgendwas, was nass werden kann? Oder ist es trocken? Oder nee, das ist auf jeden Fall auch trocken. Okay, alle trocken. Klappen bei uns sind komplett trocken und auch beheizt. Hier vorne, was ist da drin, unter der Klappe? Hier ist jetzt einfach nur noch ein zusätzlicher Stauraum. Die ganze Frontmaske kann man rausfahren. Ist das möglich? Kannst du das mal machen? Können wir gleich mal machen, klar. Okay, mach mal. Können wir gleich mal machen. Mach mal. Ich liebe das so sehr, dass du die Frontmaske rausfahren kannst, weil dann kannst du servitieren direkt darunter. Der Motor ist ja hinten. Ja. Also das ist ja. Ist ja und was ist da jetzt drunter? Er hat gesagt, da ist ein Staufach, glaube ich, drunter. Ja. Kann man irgendwas machen, aber das sehen wir gleich. Und ich glaube, die ganze Frontmaske, zumindest hat er es gesagt, das ist die Klappe. Tank, oder? Nee, das ist. Doch, Tank. Hier ist der Tank. Dahinter sitzt. Unter anderem der Tank. So, jetzt hast du da vorne. Genau, man hat hier richtig stabile Verschlüsse, die auch niemals irgendwie aufgehen aus irgendeinem Grund. Dürfen. Ja, auch nicht dürfen, genau. Ja, und dann kann man die hier einfach raus. Warte mal gerade. Das machen wir gerade mal. Simone, komm mal. Ach so, ich muss die Klappe festhalten. Die hat auch einen Ständer, die Klappe, dass man die festmachen kann. Okay. So, die kann jetzt noch ein Stück weiter, aber hier steht der Poller. Man könnte jetzt da unten einen Generator zum Beispiel hineinbauen. Das habe ich gesehen jetzt in Amerika, da haben die oft da die Generatoren, gell? Ja. Das macht Sinn, oder? Ja, das macht Sinn. Da haben wir, weil wir ein Buschassis haben, ziemlich viel Platz. Und da kann man dann entweder irgendwie Ladung reintun oder halt dann einen Generator. Sag mal ganz ehrlich, das ist ja ein geniales Geheimfach, oder? Wenn du irgendwie was... ja, das auch. Oder? Auf jeden Fall. Und Gold. Geld und Gold stapeln. Ja. Okay, das ist so. Zumindest von der Achslast wird es gehen, das Gold stapeln? Ja, locker. Locker. Von der Achslast auf jeden Fall. Das wertet das Auto auf. Wie ist das? Preis von dem, was kostet er ungefähr? Was denkst du? Der liegt knapp bei über 1,3 Millionen. 1,3 Millionen, ohne Auto? Ja, ohne Auto. Ohne Auto. Hier vorne, was ist das für ein Kühlschrank? Das ist jetzt Scheibenwischwasser. Scheibenwischwasser. Genau. Okay, also das ist das, was der Kunde auch selber machen darf, oder? Ja, da darf er selber ran. Tanken und Scheibenwischwasser kann er selber auffüllen. So, mach nochmal zu, bitte. Also du schiebst es einfach zurück. Ist das schwer? Nö, das geht. Das läuft auf Schienen, oder? Das läuft auf einer bestimmten Rollenkonstruktion. Ist einfach sehr langlebig und einfach. Das ist ja jetzt auch kein Teil, was man jeden Tag macht. Aber ihr kommt ja ursprünglich aus dem Nutzfahrzeugbereich. Also ihr habt ganz, ganz schwere Sachen gebaut, oder? Ja. Was zum Beispiel habt ihr damals gebaut? Was wir gebaut haben? So damals, ja, als du noch nicht geboren warst. Wir haben da vor allem Brecher gebaut oder dicke landwirtschaftliche Maschinen. Okay. Da haben wir dann zum Beispiel... Also das kleinste Blech, was wir hatten, war 10 mm dick. Ein Zentimeter? Ein Zentimeter, genau, das kleinste Blech. Und da haben wir aber auch bis zu 4 cm dicke Bleche verwendet. Das waren richtig dicke Klamotten. Und wir haben die damals natürlich nicht mit dem Laser geschnitten, oder? Da nee, mit Plasma. Mit Plasma? Ja, die Maschine haben wir auch noch da, sogar auf 12 Meter aufgebaut. Also wenn du nicht lieb bist, dann kommst du auf ein Plasma. So, wenn du mal kurz beschreibst hier, was ist ein Plasma? Ja, ein Plasma ist im Prinzip... du hast eine Maschine, das ist ein Grundgerüst und da sitzt ein Kopf drauf, der schneidet mit Strom und teilweise auch Gas, je nachdem, was für einen Plasma man hat, das Material. Und da kann man halt ziemlich gerade Schnitte bis zu, bei uns auf der Maschine, bis zu 100 mm fahren. Lichtbogen kommt dann raus oder der schneidet oder wie funktioniert das? Genau, der schneidet, okay, ja. Verstehe. Ja, schön, wir gehen mal kurz rüber. Drinnen wird noch erklärt, Papa ist noch drin, zeigt ein bisschen was, der da ist. Ja gut, das hier ist ja jetzt, ich sag mal, schon ein Fahrzeug, wenn man sich überlegt, man reist mal so das ganze Jahr, der ist ja komplett wintertauglich, hat eine Scherheizung auch drin, der hier? Genau, der hat eine Scherheizung drin, aber mit unserer Steuerung. Okay.
Das heißt, wir haben die Schwerheizung komplett in unsere Steuerung implementiert und können dann noch ein paar andere Modi fahren. Und das ist halt so unser Konzept immer. Prima, du hast hier eine Warmwasserheizung wie zu Hause. Mhm. So, und jetzt fahren wir mal das Auto rein. Können wir das machen, wenn der Papa drin ist? Kann ich machen, klar. So, wir sagen mal kurz Bescheid. Das Tablet holen wir raus. Guck mal, weiß. Schick aus, ja. Das gefällt dir jetzt, wenn du weißt. Mhm. Wir gehen da gleich mal rein. Gucken uns das mal an. Schon. So, das ist die neue Name von der Oberfläche. Volkner UX heißt die. Kommt erstmal ein schönes Intro. Das ist quasi die Besonderheit an dem Fahrzeug auch, oder? Genau, auch, ja. Das ist jetzt die neue Steuerung. Das ist im Prinzip ein komplett neues System, wo wir jetzt drauf aufbauen werden. Einfach um die Fahrzeuge in eine komplett vernetzte Welt zu bringen. Genau, wenn du gerade so lieb bist, dass du ein bisschen mehr zu mir drehst. Genau, so ist super. So. Klasse. So, dann fahren wir einfach mal runter. Und Papa ist jetzt drin, das packt er. Das packt er locker. Okay. Also das ist eigentlich kinderleicht zu bedienen, oder? Ja. Man sieht einfach die Klappe, dann drückt man auf die Klappe oder Plateau. So, du fährst ihn jetzt erstmal hoch auf den Hubstützen. Genau. Fährt er nach oben. Die Räder werden abheben? Die Räder werden abheben, weil wir haben hier einen Mini Cooper mit geschlossenem Dach. Kein Cabrio, sondern ein richtig festes Dach und der ist ziemlich hoch. Ist aber kein Problem, nur wir müssen das Fahrzeug dann etwas höher heben. So, das wird jetzt hochgehoben. So, jetzt ist er schon hier drunter. Du könntest jetzt zumindest mal eine Hand drunter legen, bitte nicht machen. Nee. Aber man kann bedenkenlos hier Räder wechseln. Du sagst, ja. Also das fällt nicht einfach runter, oder? Nee, genau. Okay. Sag mal, geht der hoch? Das ist ja der Hammer. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerade was zeigen. Simone, komm mal her. Ja. Er hat das ganze Auto angehoben. Guck mal, hier hinten. Ja. Das ist hinten eine Zwillingsbereifung zweimal. Die hängt jetzt oben. Wie viele Tonnen sind jetzt oben? Das sind jetzt ungefähr 18 Tonnen, die hier in der Luft schweben. Ja. 18 Tonnen, das waren wie viele Zentimeter? Was denkst du? 30? Ja, das sind schon 30. 30 Zentimeter hast du hier angehoben. Zentimeter. So, und das sind die Hubstützen. Ja. Das ist die ganze Einheit. Sag mal, wird das hier, kann es reinregen oder ist der dicht, der Boden anschließt? Der ist auch komplett dicht. Ja. Man sieht hier schon die Dichtungen. Ja. Die sind teilweise von unten, teilweise von oben, damit man wirklich eine geschlossene Ebene hat. Die Garage ist natürlich auch vollkommen beheizt. Und man sieht hier richtig, das sind richtig dicke Stützen. So, hier ist die Scherheizung mit drin. Das haben wir eben auch schon mal gezeigt. Die Mastervolt Solartechnik. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass ohne das oder den Wagen an sich kostet es 1,3 Millionen. Ne? Genau. Wie wäre dann der Gesamtpreis? Mit dem Wagen? Ja. Also mit dem Mini Cooper? Ach so, du hast jetzt. Ich dachte, mit dem Fahrzeug an sich, mit dem Gestell, wäre es ohne 1,3 Millionen. Nee, genau. 1,3 Millionen. Ohne Mini den Cooper Wagen. Kommt dann auch hinzu. Ohne Auto. Ja. Sag mal, ist dabei die Zulassung ein Schild? Kann man darüber reden dann? Was für ein Schild? Es ist Nummernschild hinten bei der Zulassungsstelle, das würdet ihr bezahlen und die Zulassung, das wird auch noch gehen, oder? Das wird alles bei uns gemacht, genau. Okay, sehr schön, das ist inkludiert. Das ist inkludiert. Okay. Wir kümmern uns dann um alle TÜV-technischen Sachen. Das war eigentlich Spaß. Ich wollte nur sagen, das Schild wäre mit drin und die Zulassung auch, verstehst du? Das sind so oft so. Und die Winterräder auch, oder der ist grundsätzlich auf Schneeflocke, steht der, oder wie? Genau, hinten haben wir grundsätzlich auf Schneeflocke. Vorne wechseln wir allerdings zwischen Winter und Sommer, weil da hat man einfach ein bisschen weniger Geräusche im Sommer und natürlich auch weniger Abrieb. Ne? Gut. Das hier, der Motor ist ganz wichtig, der hält, glaube ich, die Außenklappe, oder? Genau. Hier ist eine ganz spezielle Kinematik drin, die ist auch von uns entwickelt, weil die Klappe erst ein Stück rausfährt und dann hoch und das wird von diesem Motor angetrieben. So, der muss ja auch immer gehen, wenn der nicht geht, wäre doof, oder? Ja, ich stehe irgendwo, kann nicht mehr reinfahren. Wie ist das zu machen, dass er immer geht? Ja, wir greifen da auf Linac-Motoren meistens hinzu. Das sind sehr robuste Motoren, die für die Industrie gebaut sind. Die sind dafür gebaut, den ganzen Tag zu laufen. Die laufen ja ab und zu mal nur. Genau, hier laufen sie nur ab und zu. Und die stehen sich nicht kaputt? Nee, die stehen sich auch nicht kaputt. Ich frag mal so blöd. Hier oben die Schläuche, was können die heizen? Das hier ist jetzt von der Share, das Warmwasser und Kaltwasser, okay. Also Vorlauf und Rücklauf. Die befeuern erstens den Plattenwärmetauscher. Und dann natürlich auch unser Heizsystem. Okay. Hier vorne, da ist die Elektrik, das muss so aussehen, das ist gut gemacht. Oder? Genau, das ist ganz gut gemacht. Okay. Die ganze Elektrik geht an unsere Träger und dann wird es verteilt. Ihr wisst bei jedem Kabel, wo das Kabel hingeht, habt ihr eine Endbezeichnung an jedem Kabel? Wir haben eine Endbezeichnung an jedem Kabel, die sind dann durchnummeriert. Man weiß zum Beispiel, egal was ist, das Stromkabel 2 ist Wasserpumpe Plus, das steht fest. Da haben wir einen ganz klaren Ablaufplan,
auch wie das in der Steuerung dann angeschlossen wird. Kriegt der Kunde auf Wunsch einen Schaltplan, wenn er irgendwo unterwegs ist, dass er irgendwie Elektriker... Ja, der kriegt den sowieso mit. Kriegt genau. den mit, weil viele machen da ein Riesenbromborium drum, Betriebsgeheimnis oder irgendwas. Nee, ich meine, wenn der Kunde irgendwo steht in Portugal, gibt mal was kaputt, ein Elektriker, muss man gucken können. Oder? Ja, wir haben natürlich jetzt mit der Volkner UX den Vorteil, wir können direkt, wenn der Kunde das natürlich freigibt, auf das Fahrzeug zugreifen und sehen alle Parameter, egal wo der auf der Welt steht. So, komm, wir gehen mal raus und dann zeigst du mir mal ganz genau mit der Steuerung, wie das geht. Denn ihr habt euch viel Zeit und Mühe verwendet, um das Ganze bedienerfreundlich zu machen. Und jetzt mal eine kleine Bitte. Du musst die, ich sag mal, relativ gut zu mir halten, dass man die mal sieht. Das ist das Auto, das ist visualisiert. Genau. Also das wird in den nächsten paar Monaten so sein, dass man das Auto dann drehen kann, antippen kann. Super, so und gut. Da kann man zum Beispiel den Wallout auswählen und dann ausfahren und so weiter. Und jetzt, was hast du jetzt gemacht, damit hier das Auto angezogen wird? Ich habe jetzt hier auf das Plateau getippt und dann drücke ich einfach auf den Pfeil, einfahren. In Echtzeit läuft das? In Echtzeit, genau. Wenn ich jetzt stoppe, bleibt er sofort stehen. Das wäre so wie ein Schalter? Ist wie ein Schalter, genau. Nur, dass man es halt an einem Ort hat. So, das Ganze muss ja funktionieren, die Steuerungstechnik. Das muss 100%ig funktionieren. Das muss so sein wie auf der Kirmes, das Riesenrad darf nicht runterfallen. Genau. Okay. Ja, du lachst. Ein guter Vergleich. Ja. Ist ja im Moment ein Thema. So, die Achterbahn muss ja auch funktionieren. So, fährst du runter, jetzt ist das Auto drin, das geht schnell. Das geht schnell, ja. Man hat den ratzfatz eingeladen, man muss wirklich das Plateau nur ausfahren, drauffahren und direkt reinfahren. Sag mal, wenn du irgendwas haben möchtest auf Instagram oder irgendwas, du brauchst nur das Auto rein, rausfahren den ganzen Tag. Ja, hier kommen so viele Zuschauer, ist natürlich auch sehr interessant, ne? Ja, so ist es. Sieht man nicht alle Tage. So, ich fahre den auch gleich nochmal raus. Passen da denn überhaupt rein? Also ein SUV jetzt nicht, oder? Genau, hier passt jetzt kein SUV rein. Hier passen in den Performance 11er so Fahrzeuge in der Größenordnung Mini Cooper rein. Ja. So, ich habe schon erfahren, diese Klappe ist nicht aus GFK, die habt ihr aus Alu gemacht. Ja, die ist komplett aus Alu gekantet. Natürlich erst auf unserer CNC-Maschine ausgeschnitten und dann wird die gekantet und anschließend lackiert und eingebaut. Ey, das ist Wahnsinn. Die Klappe kann ich hier natürlich auch drüber reinfahren. So, das war zu schnell, warte mal kurz. Also, was hast du gemacht? Klappe unten gedrückt? Genau, ich drücke erstmal auf die Klappe. Ja. Und dann fährt die Klappe herunter. So, und das, diese spezielle, wie hast du es gesagt, Kinematik, oder? Genau, die Kinematik, die sitzt hier drin. Die sorgt dafür, dass die Klappe gleichmäßig sich einzieht. Schließt natürlich nicht ganz, ist ein Sicherheitsfaktor, dass man sich da niemals die Finger klemmt. So, und das heißt, du machst am Schluss die zu, indem du gegendrückst, oder wie? Bei der Kamera. Genau. Okay, verstehe. Ja. Wenn du Kamera so lieb bist, das nochmal aufmachst? Ja, klar. Machen wir Stopp. Machen wir auf. Stopp. Es funktioniert, warte. War ein guter Test. Nee, es war Spaß, aber dann funktioniert es. Machst du gerade von der Seite. Bitte mal das Auto rausfahren. Auto rausfahren? Ja, fass mal raus. Nee, hoch die Klappe, unser Auto raus. Ja, das kann ich. Genau, mach mal bitte. Das ist immer wieder ein Hingucker, wenn die Leute, oder? Ja, ja, hier ist alles voll am Stand, aber keiner traut sich reinzugehen. So, du hast gesagt gestern noch, ja, was soll man hier 11 Tage filmen? Mhm. Denkst du, jetzt geht? Weiß ich's. Ja, okay. Auto fährt raus. Erstes Auto hoch. Mit den Hubstützen, die werden jetzt angehoben. Dann dürfte nämlich jetzt hier der Reifen gleich etwas hochgedrückt werden. Also nochmal hier zur Erklärung. Bei dem Mini Cooper, der ist halt relativ hoch vom Dach. Deswegen muss man das Auto jetzt hochfahren. Bei dem anderen war es nicht wegen der Höhe, sondern wegen der Länge. Es kommt immer darauf an, wenn das Auto jetzt sehr flach und kurz ist, dann kann man es eigentlich auch so, ohne das Auto anzuheben, reinfahren. Ja, stark finde ich auch natürlich die Wege, die hier gefahren werden. 30 cm Höhe, 40 cm Höhe, mal eben so hochgedrückt, das ganze Auto. Ja, und so ganz spielerisch und leicht, ja. Leute sind auch drin gerade. Ja. Na gut, das macht bei 18 Tonnen jetzt auch nicht mehr den Bockfett, ne? So, und das Ganze mit deiner Steuerung. Ja. Aufwand, das zu entwickeln. Wie lange habt ihr gemacht? Ja, das war schon, wir sind da jetzt generell an dieser ganzen Steuerung, sind wir schon ein paar Jahre dran, sage ich mal 5 Jahre an der Entwicklung von diesem ganzen System. Was ist da so schwierig, dass man 5 Jahre braucht? Schwierig ist vor allem, dass es einfach zuverlässig läuft. Und natürlich der Programmierungsaufwand, weil wir haben da so viele Intelligenzen hinter, die einfach auch richtig durchgetestet werden von uns. Okay, das heißt also, wie das normal ist, Automobilindustrie, jeder Schalter muss zeitgleich gedrückt werden, damit es nicht abstürzt. Ihr habt wahrscheinlich am Anfang auch, war das ein oder andere Mal, die App hat sich aufgehangen, oder? Ja, da sind vor allem viele Sicherheitsfunktionen, die man dann im Laufe der
Strom noch hinzufügt, damit da nichts passiert. Sorry, da habt ihr wahrscheinlich auch viele Programmierer und nicht nur Autobauer dabei, oder? Genau, wir haben auch Programmierer im Haus, die das dann programmieren. Sehr schön. Also es ist dir wirklich gelungen, muss ich sagen. Und das Fahrzeug wird jetzt abgelassen. Wenn er dauerhaft in den Hubschützen steht, ist nicht so gut, oder? Ist kein Problem. Kein Problem. Nee. Man kommt aber nicht so gut hier rein dann, oder? Das stimmt. Einstieg. Das ist dann etwas hoch, ja. Ich verstehe. Aber gerade stopp nochmal. Ich zeig mal gerade so einen Luftbalk. Ist das ein Kavenzmann? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Ist natürlich auch luftgefedert. Alle vier? Alle vier. Alle vier, okay. Ja, gehen wir mal rein. Ich glaube, es ist im Moment noch jemand drin. Aber ist ja so viel Platz drin. Schauen wir uns mal kurz um. Das Leder hat dir direkt gefallen, das weißt du. Ja, es sieht edel aus natürlich, ne? So, für alle, die gerade zuschalten, 27. August 2022. Wir stehen am Stand von Volkner. Du bist der? Max Volkner. Hallo Max. Magst du mal die Tür öffnen? Ja, klar, gerne. Denn auch hier hat man zwei analoge Schlösser mit drin. Direkt zwei Schließpunkte, BKS. Die Tür ist aus Alu, das Schloss aus Edelstahl. Ich denke, die Tür ist vielleicht kein guter Punkt, um einzubrechen, oder? Nee, da tut man sich eher schwer. Also was gut wäre, wäre wahrscheinlich ein Trennschleifer an der Seite irgendwo rein, ein Loch machen und dann kommt man rein, oder? Ja, selbst da muss man ein bisschen aufpassen, weil hier sind erstmal Edelstahlschlösser, die sind sehr stabil. Und vor allem da oben muss man auch erstmal drankommen. Und die meisten Flexen haben gar nicht so eine dicke Trennscheibe. Das war Spaß, aber die meisten gucken sich so ein Ding an. Ich glaube, das hier ist nicht so die Begierde direkt. Wenn da 20 Wohnmobile stehen, dann guckt man sich das erstmal an. Das ist kein Ducato, wo du mit dem Schraubenzieher reinkommst, oder? Nee, genau. Okay. So, dann der Aufgang. Das ist mal wieder Eiche. Genau, das ist Eiche. Hier speziell behandelt. Dadurch hat das halt ein bisschen gräulicheren Look. Was hast du auch hier bei dem Performance anders von der Innenausstattung, außer jetzt natürlich die Farben, als bei dem drüben, bei dem Performance S? Das ist jetzt hier speziell der Grundriss. Wir haben hier eine Rundsitzcouch, wo man dann mit 8 oder 10 Leuten, wenn man noch einen Hocker wählt, drumherum sitzen kann. Ist auch für 2 Personen ausgelegt? Ist auch für 2 Personen ausgelegt, genau. So, hier vorne ist auch noch diese Schublade, die du rausfahren kannst für die Füße. Genau, die kann man hier rausfahren. Die ist auch beheizt. Ja. Das habe ich gesehen in Amerika, dass man nicht abstürzen kann. Das ist auch eine gute Sache, glaube ich, oder dass du die Füße ablegen kannst und die anderen Sachen. Ja, gehen wir mal hoch. Gerade mal schauen. Und das ist diese... Boah, die ist ja schon groß, Max. Komm mal hoch. Was ist denn hier alles zu steuern? Was ist im Moment schon aufgelegt auf die... Aktuell ist an der Steuerung schon alles angeschlossen, aber die Oberfläche ist noch nicht fertig programmiert. Also können wir jetzt hier drin erstmal nichts steuern. Mhm. Natürlich, die Sternenhimmel und so können wir per App steuern, aber... Es geht ja so, dass nicht alles jetzt per App gesteuert wird. Das ist eine Zusatzmöglichkeit, das zu steuern. Ihr habt noch Schalter, oder? Genau, wir haben überall noch Schalter, aber man kann alles per App steuern. Wenn du dich mal gerade da reinsitzt, im Fahrersitz, du hast bereits den Führerschein, LKW? Ich habe bereits den Führerschein, genau. War aber schwer? War schon ein bisschen aufwendig. Man muss halt viel Theorie lernen. Ja. Aber ich habe zum Glück eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich den schon mit 19 machen kann. Normalerweise mit 21. 21, ja. So. Eine Sondergenehmigung, ihr seid ja Fahrzeugbauer, dann haben die das gemacht. War das schwer, die zu kriegen? Genau. Oder? Ja, war schon ein bisschen Aufwand. Ich musste da bestimmte Tests machen und so. Ja. Und es musste natürlich sichergestellt sein, dass ich den auch wirklich brauche. Du hast ein C und CE beides? Ja, C und CE. C und CE. So, und hier vorne siehst du das Volant, das Steuerrad, was du da hast. Das ist die UX, das die Volkner UX, genau. Das ist jetzt auch ein iPad, was hier ist, oder? Da ist jetzt ein iPad hinter, genau. Echt, da ist ein iPad drin? Ja. Damit man. Die haben einfach einen tollen Bildschirm, ne? Ja, absolut. Ja. Blickwinkel stabil. Genau. Das ist klasse gemacht. Das ist auch nicht so schlimm, wenn mal die Sonne drauf scheint, weil das einfach so hell ist. Kann ich während der Fahrt irgendwas anderes damit machen oder ist es so gelockt, dass nur die UX geht? Nee, genau. Man kommt dann, sobald man den Zündschlüssel dann anmacht, kommt man in einen bestimmten Modi. Und da kann man dann zum Beispiel die Fahrerklimaanlage steuern, damit man wirklich nur die relevanten Sachen hat, die für das Fahren wichtig sind. Also mir geht es darum, wenn jetzt mein Sohn da kommt, das ist ein iPad, kriegt das raus und sagt, da installiere ich mir jetzt mal Fortnite drauf. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht sowieso nicht, aber... Das geht so, ja. Okay. Das ist eine gesperrte Oberfläche, ja. Ich sehe schon, du hast auch Fortnite gespielt früher. Er lacht. So, mal kurz gucken. Ja, cool. Das Design hier ist wirklich toll. Also ich muss sagen, das Weiße hier mit dem... Das ist ein bisschen cleaner wie gerade eben mit dem Orange, oder? Ja, ich glaube, es ist mehr was für die Masse, sage ich mal.
Ja. Genau. Ja gut, die Masse, ich bin die Masse, ich gebe das offen zu. Aber ihr habt hier vorne mit den Polsterfarben, habt ihr es schön gemacht. Das hier ist jetzt auch so, dass der Bereich, hast du ja normales beim Wohnmobil, dass die Sitze gedreht werden. Der Sitz hier kann gedreht werden? Wo beide Sitze können natürlich gedreht beide werden. Beide können? Ja. Okay. Damit man hier zum Beispiel dann, wenn man den natürlich nach vorne fährt, ja, fahren wir das Lenkrad hoch, das kann man auch noch wegfahren. Cool. Platz hat. Das ist aber normal, glaube ich, wenn du so fährst, praktisch einen LKW in großen, die kannst du alle so wegdrehen, die genau. Lenker da, gell? So, und dann kann man sich hier entspannt hinsetzen und dann zum Beispiel entweder rausschauen aus der riesengroßen Frontschutzscheibe oder auch Fernseh gucken. Du kannst Fernseh gucken von hier aus, es könnte auch mal ein Gast kommen, der da ist, oder du kannst was arbeiten. Ihr habt ab und zu mal hier noch einen Tisch drin an der Stelle? Ja, ab und zu ist hier noch ein Tisch drin, ja, wo dann auch ein Bildschirm hinter ist zum Arbeiten. So, und auch hier, du kannst auch hier drehen? Den kann ich auch drehen, genau. Mach mal bitte, soll ich das mal sehen? Kurz mal schauen. Aber Platz hat man ja hier für Gäste genug, oder? Ja, es geht ja nur darum, dass man einmal dieses Bild hat. Weißt natürlich. Du, aber ich meine, wenn du gesagt hast, kommt mal ein Gast. Also Gäste haben hier auf jeden Fall Platz. Kann man auch simpel drehen. Sehr schön. Ja, hier vorne die Sitzgruppe. Geht's noch größer eigentlich, Max? Ja, im Performance S ist die natürlich noch mal ein bisschen größer. Ja, klar. Aber im Performance 11er, hier kann man locker mit 8 bis maximal 10 Mann sitzen. Ja, und das ist ja für ein Wohnmobil schon auf jeden Fall riesig. Ja, ziemlich cool ist, der Tisch ist absenkbar, da kannst du ein Bett draus machen. Ja, genau. Oder eine Liegewiese, kann man ein bisschen Netflix gucken. Ja, dann hat man so ein ähnliches Daybed wie drüben im Performance S. So, und das heißt, wenn du irgendwo mal gar keine Lust mehr hast, kannst du dir ein Performance holen, kannst dich hier reinlegen und hast deine Wohnung, oder? Genau, da kann man mal ein bisschen runterkommen, sage ich mal. Ihr prüft die Fahrzeuge, ich meine, ihr müsst die ja testen. Ja. Ihr fahrt damit auf die Straße zum Testen? Wir fahren auch auf die Straße damit. Viele Kilometer? Das kommt immer darauf an, wir fahren meistens so um die 200 Kilometer. Und wichtig. Und dann kommt der Kunde und dann soll der Kunde am besten noch mal ein, zwei Tage da bleiben. Der testet dann alles noch mal auf Herz und Nieren, oder? Nee, der testet das nicht mehr, aber der muss sich halt in das Fahrzeug einleben, sage ich mal. Mhm. Weil hier sind so viele Funktionen und Abhängigkeiten, die man einfach wissen muss. Mhm. Und da nicht zu viele Fragen am Anfang aufkommen, begleiten wir den Kunden dann direkt erstmal ein paar Tage bei uns. Oh, jetzt zeige ich mal, was Simone am besten kann. Das ist lümmeln. Die Sitze testen. Die Sitze testen? Nee, das ist jetzt, das war jetzt doof von mir. Aber ich muss sagen, probieren muss man es mal. Max, setz dich mal da hinten hin, dass wir das mal sehen. Jetzt sind wir hier zu dritt. Und jetzt könnte ja ein Restaurant kommen. Das war während der Pandemiezeit. Da haben viele Restaurants das angeboten. Du konntest davor hinfahren. Der Kellner hat dir dann anschließend, oder die Kellnerin hat dir das Essen reingebracht. Und das hier ist ja jetzt mal, ich zeig's mal gerade, Max und Simone. Die beiden hätten hier jetzt einen richtig tollen Tisch hier zum Essen, oder? Ja, das haben wir tatsächlich auch ein paar Mal gemacht. War echt super. Und das war gut? Ja. Und ich glaube, die haben sich gefreut, die Gastronomen. Die hatten ja wenigstens ein bisschen Umsatz. Und für die ist das natürlich auch eine Riesenhilfe geworden. Tisch kannst du frei definieren. Farbe, man Möbel. Man kann alles im Fahrzeug frei definieren, so wie der Kunde das möchte. Und was habt ihr jetzt hier für ein Holz verbaut? Das ist jetzt hier Eiche. Okay. Echte Eiche. Genau, natürlich. Wir haben immer Echtholz. Und oben haben wir auch Holz. Mhm. Das ist dann halt lackiert, auch mehrschichtig. Und passend zu dem Boden haben wir dann auch die Dachdekore gemacht oder auch die Couchen, die haben ja denselben Ton. Aber ihr habt das doch jetzt nochmal hier beschichtet, das Holz, oder? Genau, das ist alles nochmal lackiert. In Seidenmatt ist das hier jetzt lackiert, das Holz. Das wird bei uns in der Fertigung, wir bekommen nur das Furnier, also das, was man hier oben drauf sieht, und die Platten. Und wir pressen die dann selber und verkleben die ganzen einzelnen Platten. Kanten auch, macht ihr alles? Kanten machen wir auch. Wir machen alles bei uns. Weil die müssen ja halten, so Kanten, das ist ja kein Spielzeug, sondern da sollte ja nichts kaputt gehen. Nee, zumal, es kann ja sein, der steht jetzt ohne Klimatisierung irgendwo rum, da kann er sich ja auch mal aufheizen. Ja. Kann passieren, da dürfen die sich ja nicht lösen, oder? Nee, genau. Gut. Gut, die Erfahrung habt ihr ja. Ja. Die Klimaanlage, kannst du die mal anmachen? Die Klimaanlage ist hier jetzt noch nicht drauf gebaut, weil das Fahrzeug erst vorgestern fertiggestellt wurde. Sag das nochmal, vorgestern. Vorgestern wurde das fertiggestellt. Okay, das hier ist quasi Premiere. Ja. Das, was wir haben. Cool. Ist das so hier auch dieser Glasschrank? Das ist so ein Markenzeichen von euch, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir hier Riegelgläser verbaut. Der Kunde, wenn er sich eigene Gläser, sage ich mal, hier reinmachen möchte, dann passen wir unsere ganzen Frästeile darauf an. Das ist auch eine Riesenarbeit, die man im ersten Blick gar nicht sieht. Aber sobald ein Glas einen anderen Durchmesser hat, müssen wir schon den kompletten Fräsplan ändern. Aber die sind alle von euch rausgefräst und poliert. Wer hat die dann poliert? Poliert haben das unsere Poliermeister, sage ich mal. Von Hand? Mit einem Dremel oder was? Nee, von Hand mit einer Poliermaschine werden die poliert. Da sind Leute mehrere Tage lang mit beschäftigt. Aber es ist geil. Es hält dann wahrscheinlich zwei, drei Jahrzehnte lang, ist perfekt angepasst. Die Gläser kriege ich nach über die Zeit? Ja, die haben wir bei uns im Betrieb.
Gut, habt ihr wahrscheinlich so ein Lager mit 5000 Gläsern, damit die auch ja reinpassen, weil so bei dem auch. Nicht, aber schon einige, genau. So, hier unten, damit das nicht wegfliegt, hier hat er das gemacht. Oder steht das nur zur Deko rein? Das steht hier jetzt nur zur Deko rein. Da kommen dann aber auch noch für das Geschirr vom Kunden spezielle Halterungen, dass man alles nur reinstellt und fertig ist. Man muss da nichts irgendwie mit, sag ich mal, Kunststoff unterlegen oder Gummiplatten. Also Max, großes Kompliment. Du präsentierst das anderer Stil, aber richtig toll, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin richtig happy mit dir, weil der Papa ist ja immer so umkämpft, den wir da haben. Ja. Und das hier ist jetzt mal eine ganz cleane Optik. Da weiß ich, das ist normalerweise ein Raum, da kommst du nicht ran, der ist normal tot. Den habt ihr genutzt. Genau, den haben wir genutzt, Simone, als Küchenausschub. Was denkst du, was da drin? Was könnte denn drin sein? Also Waschbecken nicht, weil das ist schon hier. Keine Ahnung. Was braucht man denn morgens? Die Kaffeemaschine? Genau. Kaffeemaschine ist am meisten drin. Zeig mal bitte. Der ist jetzt auch noch nicht. Wieder geht nicht. Der ist auch noch nicht montiert. Jetzt habe ich das so vorbereitet. Also guckt euch die anderen Videos drin. Da fährt quasi eine Etage fährt so hoch. Die geht ungefähr bis hierhin. Also da ist die Kaffeemaschine drin, die ist dann mit allem drum und dran drin. Aber das Auto ist gerade fertig geworden. Siehst du, da bin ich nicht drauf gekommen, weil ich keinen Kaffee trinke. Du trinkst gar keinen Kaffee, gell? Ja. Hat er gesagt, wenn du morgens und so weiter. Ja, so ist es. Dann Induktion, das ist gesetzt. Genau. Elektrik ist aber fertig, oder? Ja, Elektrik ist schon fertig. Wir haben jetzt hier ein Induktionskochfeld. Wir haben jetzt aber auch ganz neu ein Kochfeld mit Abzug nach unten. Okay. Weil hier muss man jetzt, sag ich mal, das Fenster aufmachen. Oder teilweise hatten die hier einen Dachlüfter. Wir haben jetzt aber eine spezielle Konstruktion entwickelt, um die Luft aus dem Warlord auch rauszubekommen. Okay. Verstehe. Und da haben wir jetzt auch ein Video, kann man ja auch mal auf YouTube schauen. Außenanschluss, mit Außenanschluss? Nicht mit Außenanschluss. Mit Umluft und mit Filter. Der schiebt die Luft nach außen, genau. Okay, verstehe. Also das habe ich mal gesehen, da ist ein Loch in der Mitte und da saugt das dann ab und das ist ziemlich cool. Super, funktioniert super. Dann hast du hier Echtglasfenster mit drin, da sind wir schon kurz drauf eingegangen. Die haben eine unglaubliche Dämmungsfunktion. Das ist der Blick nochmal hier von der Veranda. Das Fahrzeug hat jetzt diesen Wallout auch draußen. Ich glaube, wenn du den reinfahren würdest, dann wäre der Effekt gar nicht so, oder? Genau, dann hat man schon einen kleinen Raum. Man kann zwar überall noch durchgehen, aber es ist natürlich ein ganz anderes Raumgefühl, was man mit diesem ausgefahrenen Wallout bekommt. Sag mal, der Wallout, das ist so krass. Du siehst ihn innen gar nicht. Normalerweise hast du ja, wenn du zwei Slider-Outs hast, hast du immer eine Ecke, wo du drumherum laufen machst. Du hast die hier gar nicht. Genau, nee, das haben wir hier nicht. Das ist natürlich auch dem Grundriss geschuldet, weil wir den Grundriss natürlich extra für unsere Wallouts entwickelt haben. Seid ihr der einzige Hersteller, der das so macht mit diesen Wallouts? Genau. Das liegt natürlich auch an unserer Mittelgarage, weil meistens, wenn wir zum Beispiel Heckgaragenfahrzeuge bauen, haben wir hinten das Fahrzeug drin und dann würde der Wallout da gar nicht hinpassen. Ja. So, wir machen einen ganz kurzen Cut und kommen nachmittags wieder. Wir müssen jetzt zum WDR. Das ist so Live-Sendung mit allen drum und dran. Max, ich danke dir herzlich. Ich komme heute Nachmittag nochmal wieder. Bis dann nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Vater und Sohn wieder vereint. Gerhard, du hast Kundengespräche geführt. Was sind denn so die meisten Fragen, die Leute stellen? Ich meine, wenn die das sehen, das Geld haben sie meistens, oder? Das sind natürlich zwei Lager oder drei Lager, die wir da haben, ganz klar. Die Leute, die total interessiert sind und sich vielleicht so ein Fahrzeug leider nie leisten können, mit denen sprechen wir hier viel und bringen rüber, was wir für eine Philosophie eigentlich haben. Das ist ganz wichtig, gell? Also das muss nicht mal der Kaufkunde sein, oder? Nein. Wir reden mit allen Leuten, wenn es die Zeit zulässt und wir wollen auch, manche haben völlig falsche Vorstellungen auch und wir versuchen die dann in die ganz klare Linie zu bringen, was wir eigentlich wollen. So, und dann gibt es natürlich die Lager, die wirklich so Autos fahren oder kleinere fahren und auch hier rüber springen wollen. Da geht es natürlich viel mehr in die Technik rein und in die ganzen Details und was so ein Auto eigentlich ausmacht und vor allen Dingen anders ist als bei anderen Reisemobilen. Ja, du hast mir gesagt, du musst unbedingt mal mit so einem Auto fahren. Ja. Musst du unbedingt, und wenn, selbst wenn du nur mitfährst, ja, du musst das erleben, wie die Spurlage ist, wie der fährt, wie leise der ist, wie der und so weiter. Wenn man jetzt sieht, wie viele Arbeitsstunden hier drin stecken, ich meine, du kennst die Preise, du zahlst sie ja jeden Monat. 35 Leute, das kostet einen Haufen Geld, 10 Reisemobile, da muss ich jetzt nicht zur Schule gegangen sein, das kostet viel Geld. Richtig. Die Materialien, unvorstellbar teuer geworden. Ja, also das ist, da kämpfen wir auch mit. Ja. Also das ist so. Aber wie viele Stunden baut ihr an so einem Fahrzeug? Ja, das ist unterschiedlich. Aber man kann grundsätzlich sagen, zwischen 8.000 und 10.000 Stunden gehen schon drauf. Nochmal bitte die Zahl. Zwischen 8.000 und 10.000 Stunden. 8.000 bis 10.000 Stunden. Ja. Hättest du das gedacht?
Nee, aber ich hätte jetzt auch gar keine Größenordnung nennen können. Das ist so. Das hier ist Manufaktur. Wir reden hier nicht vom Fließband, von Stationen habt ihr zwar, aber jedes Auto ist theoretisch anders. Jedes Auto ist im Grunde genommen vom Innenausbau anders. Das kann man wirklich mit Sicherheit behaupten. In der Karosserie, in der Technik, in den Systemen sind die gleich. Die sind nur größer oder kleiner von den Volumen her, aber gleich. Aber zum Beispiel, ein ganz blödes Beispiel, hier so eine Aufnahme zu machen, für die Gläser, alleine diese Kanten zu polieren, da ist ein Mann schon ein paar Stunden dran, nur an ein so einer Auflage. Darf ich dir dazu was sagen? Ja. Dein Sohn hat es eben erwähnt. Er hat gesagt, das ist eine der aufwendigsten Arbeiten im ganzen Reisemobil. Die gehen hier unter, aber Sie sehen, da ist wirklich wahr. Das sind Sachen, die belasten uns eigentlich, weil wir denken, wie können wir das schneller hinkriegen? Es ist abartig, wie lange das dauert. Oder auch hier diese Koreanplatten zu polieren und. Das ist so. Ja, wenn man unterwegs ist, habt ihr so ein bisschen zu kämpfen mit der Akzeptanz, dass, also ich sag mal, du stehst dann auf dem Reisemobilplatz, musst dich da vielleicht noch, sogar noch rechtfertigen und so weiter. Man sieht die Volkner selten. Und wenn man sie sieht, hast du entweder die Leute, die total offen damit rumgehen, dann hast du auch Leute, die teilweise, ich sag mal, ja, ein klein wenig verschlossener sind. Das ist aber auch wie draußen so. Was ist dein Tipp, wenn du jetzt ein Luxusreisemobil hast, egal ob du jetzt, ich sag mal, Morello hast, einen dicken oder einen Volkner oder ein Vario oder keine Ahnung, auf dem Platz, was ist so dein Rezept, auf die Leute zugehen? Ja, das ist natürlich, ich meine, gut, wir sind einfach ganz normale Leute und benehmen uns, denke ich, auch so. So gehen wir damit um, wir fahren einfach ein größeres Auto, aus welchen Gründen auch immer, das geht bei den anderen auch so. Es gibt da auch wieder verschiedene Lager, es gibt natürlich auch Leute, die so Fahrzeuge benutzen, die sich dementsprechend auch verhalten. Aus Prestigegründen. Da muss jeder für sich selber entscheiden, sage ich mal. Aber diese Sache, dass wir Probleme mit Leuten haben, die auf uns zukommen, die kann ich eigentlich nicht bestätigen. Haben wir eigentlich nicht. Also haben wir schon, aber so verschwindend gering in den Jahren, dass man sagen kann, kann man vernachlässigen. Wir haben eigentlich auch mit den Leuten, die so auf uns zukommen, eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Ich weiß natürlich nicht, was so gesprochen und geredet wird, wenn wir nicht im Sprachkontakt sind. Aber mit den Leuten, wo wir mit sprechen, habe ich eigentlich meistens angenehme Gespräche. Natürlich ist die Verwunderung da und immer wieder die gleichen Fragen, weil sich die Leute nicht vorstellen können, wo fährt man mit solchen Autos hin. Aber das ist ja eigentlich gar nicht da. Dieses Problem kennen wir gar nicht. Tausende von Stellplätzen für lange Fahrzeuge. Die kennen wir gar nicht, die Probleme. Ein Durchschnittswohnwagen ist schon 9 Meter lang. Ja, wenn du guckst, und dann ist wirklich so. Also das ist so. Und ein Durchschnittswohnwagen mit PKW ist länger als der 12 Meter. Ja. Also von daher, das Argument kann ja nicht stehen. Ja. Ist natürlich Verwunderung, und wer kein LKW fährt, der weiß auch nicht, was man mit so einem Ding auch machen kann. Aber ich wollte jetzt auch gerade fragen, ist das für, klar, jetzt für einen Anfängercamper ist das jetzt auch nicht das erste Fahrzeug oder so? Obwohl, je nachdem, welche Preis. Da ist so eine Sache, habe ich auch schon erzählt. Wir haben in letzter Zeit, was wir beobachten, immer mehr Neueinsteiger. Also früher, ich sag mal 15 Jahre zurück, klassisch, Zelt, kleines Reisemobil, mittleres Reisemobil und dann Folgemobil. Heute ist sehr, sehr oft, ich würde sogar sagen 60%, Neueinsteiger von oben rein direkt in diese Luxusklasse. Okay. Also das heißt, also das ist auch nicht beobachtet jetzt. Ist auch nicht notwendig, dass ich jetzt vorher mal ein kleineres Mobil gefahren bin, um zu wissen, okay, so und so. Ich muss natürlich so ein Auto handeln können. Wenn ich mein Leben lang nur, sag ich mal, einen kleinen PKW gefahren habe und komme dann direkt auf ein 12-Meter-Auto, da muss ich bestimmt die erste Zeit mich erstmal darauf konzentrieren. Aber sag mal, wenn ich jetzt Kraftfahrzeuge gefahren habe, wie LKWs oder Traktoren oder irgendwie Baumaschinen oder so, dann habe ich ja kein Problem mit. Dann fahre ich blind rückwärts um jede Ecke rum. Das machen wir auch. Das stellt für uns überhaupt kein Problem dar. Und für die meisten Leute ist das unvorstellbar, dass man in so einem Auto über die Alpen fahren kann. Oder das ist für uns eine Lachnummer. Das ist so. Da haben wir Freude dran. Weil das ist einfach. Und wenn man ehrlich ist, überall fahren die Busse rum oder Postautos. Ne? Die Milchwagen. Großes Thema ist ja das Thema Reiseplanung mit so einem großen Fahrzeug. Man kann nicht erwarten, zur Hauptsaison auf allen Plätzen einen Platz zu kriegen. Das ist so. Also man sollte vielleicht im Vorfeld sich die Plätze anschauen, da auch, ich sag mal, rechtzeitig buchen, freistehen, mal eben im Wald. Ich denke, da hat eine Tonnage von N. Die weiche Wiese ist vielleicht auch nicht so direkt möglich. Da nimmst du eher einen VW-Bus, Allrad oder sowas. Ja. Aber wie sind deine Erfahrungen? Wenn du jetzt am Wochenende aufstehst und sagst, ich fahre mal eben nach Italien mal kurz für 4 Tage, das kommt ja schon mal vor, oder? Ja, natürlich kommt das vor. Aber das ist klar, wenn ich jetzt irgendwo vorne am See stehen will, in der ersten Reihe, in der Hauptsaison, habe ich gar keine Chance. Da muss ich buchen.
Da kann ich, weiß ich, da will ich hin, 3 Wochen, dann buche ich da. Ich habe aber gar nicht den Anspruch, weil ich kann auch irgendwo auf einer Wiese stehen, weil ich habe alles dabei. Ich brauche nicht diese ganze Infrastruktur, die einem normalerweise einen Campingplatz bietet. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur eine Wiese, wo wir schön stehen können. Oder irgendwo beim Bauernhof oder auf dem Weingut oder so. Also freistehen ist eigentlich das Ziel, oder? Wir stehen eigentlich nie auf Campingplätzen, außer wir sind im Sommer- oder im Winterurlaub. Dann weiß ich genau, ich bleibe da 3 Wochen oder hier bleibe ich 2 Wochen. Dann sage ich, hör mal, ich komme dann und dann. Mach mir meinen Platz frei. Es gibt immer mehr so Portale, zum Beispiel Camperland, ja. die bieten an, 2, 3 Wohnwagen maximal oder Wohnmobile auf dem Bauernhof, freistehend. Oft bist du ganz alleine, kostet dann 20 Euro. Da haben sich die Leute schon beschwert, die gesagt haben, 20 Euro ist ja nur eine Wiese, aber du stehst ganz alleine. Das ist schon Luxus, oder? Muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die das sagen, die sollten besser kein Reisemobil fahren. Ja. Die sagen, 20 Euro ist mir zu viel für eine Nacht. Weil die Leute, die Bereitschaft alleine, uns aufzunehmen als Reisemobilfahrer, die ist schon toll. Ja. Und meistens ist es so, oder wir machen diese Sachen auch, die sind total toll. Mhm. Und meistens ist es so, dass man eine ganz angenehme Gespräche hat, ein ganz angenehmes Umfeld und man hat auch noch leckere Sachen vom Erzeuger direkt. Ja. Sei es ein Weingut, sei es ein Bauernhof, also das ist unfair. Mhm. Ne? So, du kennst ja die Welt. Hast du überhaupt noch Zeit zum Reisen? Max? Bald noch mehr. Ich hoffe bald ein bisschen mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir immer Auszeiten genommen, auch viel mit den Kindern, aber mehr so lange Wochenenden und solche Dinge. Und genau dafür sind natürlich Reisemobile am besten geeignet. Ich brauche nicht buchen, ich schleppe keine Koffer, ich setze mich da rein, Auto ist gepackt und habe mein Zuhause dabei. So, und dann kommt der Punkt, da ist ein Bauernhof, da hinten habe ich einen Wohnwagen stehen sehen, fahren wir mal dahin. Ja, können wir hier stehen und dürfen wir und so. Dann haben sie gesagt, ja komm, bleibt hier stehen, können wir auch. Also das ist auch kein Problem. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie man auf die Leute zugeht, haben wir festgestellt. Also wenn man nett fragt, damit umgeht. Ja. Viele in Frankreich erwarten, dass man ein bisschen Wein kauft, dann kann man da stehen bleiben. Kein Weingut. Problem. Ja, das ist so. Und so muss man, ich fühle mich dann auch verpflichtet, wenn ich auf einem Weingut stehe, ganz ehrlich, dann gehe ich da morgens schön frühstücken, dann mache ich da eine Weinprobe und nehme auch ein paar Flaschen mit. Ja. Und dann ist das alles rund. Und die Leute haben Freude. Die Leute haben Freude und wir haben auch Freude dran. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn man mit der ganzen Geschichte umgeht. Natürlich hat man auch Situationen, wo man sagt, da kommen wir jetzt nicht drauf, das wollen wir dann aber auch gar nicht. Dann fahren wir einfach weiter. Immer mehr Leute ziehen ja ins Reisemobil. Die sind dann teilweise mehrere Monate, 8 bis 10 Monate. Sind das eure Kunden teilweise auch? Das ist, sagen wir mal, 1%. 1%, das aber, heißt... Aber, du hast recht, früher habe ich das gar nicht gehabt. Aber die haben wirklich eine Riesenfreude daran und haben im Grunde ja auch ihr Zuhause dabei. Das ist ja wirklich wie zu Hause. Nee, Spanien, sage ich mal so. Die fahren dann runter. Im Winter sind sie in Spanien, im Sommer da. Ja. Das ist, glaube ich, eine andere Zielgruppe, oder? Das heißt, ihr seid eher so Unternehmerwochenende? Ja, wir ja. Ja. Aber es gibt die Leute auch, wir haben die auch unter unseren Kunden. Gibt's auch, ja. Sehr schön. Komm, wir schauen uns nochmal um. Das Design hat dir sehr gut gefallen. Wir haben eben uns kurz unterhalten mit deinem Sohn drüber. Ihr bekommt die Furniere einzeln angeliefert. Die werden anschließend von euch komplett selbst verarbeitet. Ja. Und die müssen ja auch halten, auch wenn es ganz heiß ist und so weiter. Dein Sohn hat gesagt, nee, das haben wir drauf. Ja, das haben wir drauf. Wir sagen natürlich nicht wie, weil da müssen bestimmte Kleber sein. Habe ich eben auch schon mal gesagt, gibt Kleber für 8 Euro die Tube und gibt Kleber für 80 Euro die Tube. Und da muss man sich halt entscheiden, was will man. Ist ja schon mal, wir gehen immer... Das maximal, immer den besten Weg. Komm, wir gehen mal rein. Denn was der Simone extrem gut gefallen hat, waren die 2 Türen hier. Ja, es ist wie in einem normalen Bad. Hier so eine Glastür habe ich noch nie gesehen in einem Camper. Ja. Und habe mich dann auch direkt gefragt, wie funktioniert das während der Fahrt? Wie kann es sein, dass es nicht kaputt geht, dass es nicht klappert? Die Spaltmaße, das sind ja Spaltmaße, die du im normalen, innen nach außen Bau. Ihr baut ja außen nach innen, erst die Kabine fertig, nehme ich an bei dir. Ja. Und dann baust du ein und guck dir mal die Spaltmaße an. Wenn du die Verwindungen hättest, die würde sofort platzen, die Tür, oder? Ja, natürlich. Da muss man natürlich so dementsprechend bauen, dass das nicht passieren kann. Ne? Mach mal zu, bitte. Und da kommt natürlich noch eins dazu, da darf man auch nicht vergessen. So eine Türe, das ist ja eine echte Glastüre, 8 mm, das ist die wie ja mal. Und wenn man mit dem Auto fährt, hat man ja auch gewisse Erschütterungen. Das heißt also, die zerrt an den Scharnieren. Ja. Da darf nichts passieren. Krass, das sind ganz andere Verhältnisse. Habt ihr mal so Bankfahrzeuge gebaut auch früher mal? Früher ja. Ja, das sind also auch, ich meine, die sind ja täglich in Benutzung, die müssen immer funktionieren. Wir haben auch viel Militärfahrzeuge gebaut, auch für brutalen Einsatz. Für was zum Beispiel? Grenzbeobachtungsfahrzeuge und solche Dinge, Kommandozentralen. Wenn der Kunde
sagt, mach mal. Das habt ihr ganz selten, oder? Der Kunde will sich einbringen, oder? Natürlich will er sich einbringen, das soll er bei uns auch. Wir wollen, habe ich eben auch wieder ein Gespräch gehabt, wir setzen uns mit dem auseinander und sagen, was wollen Sie denn mit dem Auto überhaupt machen? Weil jeder hat ja andere Vorstellungen. Der eine fährt nur im Winter, der andere nur im Sommer. Der nur im Winter fährt, dann brauche ich keine drei Klimaanlagen verkaufen. Da brauche ich auch nicht die Energie hinterstehen. Also da muss man genau, ist im Grunde wie ein Maßanzug. Wenn der zu uns kommt, dann sagen wir, hör mal, was willst du mit dem Auto machen? Warum kaufst du überhaupt einen Volkner? Dann ist der als erstes schon mal sauer und denke, ich nehme den gar nicht viel voll. Und dann erkläre ich, aber das hat seinen Sinn, weil wir wollen für Sie, wir haben nur einen Sinn, wir wollen für Sie das beste Auto bauen, was Sie sich vorstellen können. Deshalb muss ich auch wissen, wie benutzen Sie Ihre Toilette? Wie benutzen Sie Ihr Schlafzimmer? Was haben Sie für Lebensgewohnheiten? So, und jetzt kommt es nämlich. Ja. Man kommt durch diese Fragen auch sehr, sehr nah, ist erstmal ein bisschen Differenz, aber man kommt durch diese Fragen sehr nah an die Leute ran. Und wenn man dann mal einmal da drin ist und die haben verstanden, was wir wollen, dann kriegen die das beste Auto, was sie sich vorstellen können, genau auf ihre Belange abgeschnitten. Also mich schreiben oft Leute an, die sagen, du Sven, du bist Funkamateur, ich auch. Ich bin 2,7 Meter groß, war vor kurzem eine Anfrage. Ich wieg auch viel, da habe ich ihn jetzt zurückgeschrieben. Bitte sag mir doch mal, nicht den Bauchumfang, sondern Durchmesser. Muss ja durch die Tür kommen. Das sind genau die Punkte. Ja. Hier ist zum Beispiel auch einer, der das Auto gekauft hat, der ist sehr groß, über 2 Meter. Er sagt, oh, ich habe immer noch Probleme mit den Autos und so. Dann sage ich, oder Bett, dann sage ich, ja gut, dann machen wir ein Auto 5 Zentimeter höher. Ja, wie geht das denn? Ja, ich sage, ich brauche die Platte nur an einer anderen Stelle abschneiden. Das ist einfach so. Und da sind wir natürlich stark, weil wir haben kein Serienprodukt. Ne? Das ist so. Der ist toll, der Himmel. Ist auch nicht schlecht. Ist es Aufwand? Ja, ist Aufwand. Ist auch hier drin? Ja. Da ist auch ein Sternenhimmel. Da muss man mal sehen, der ist ein schöner Sternenhimmel. Ne? Aber wisst ihr, jedes einzelne Licht muss gebohrt werden. Ja. Und jedes einzelne Licht kriegt eine Hülse von hinten, damit die nicht da durchfallen, die Lichtleiter. Also das ist brutal aufwendig. Ah, das macht doch die CNC, oder? Nee, das macht die CNC nicht. Nee, da machen wir echt mit einem 3 mm oder 1,5er Bohrer sogar. Oder wie dick ist der, Max? Weiß ja, aber ganz dünn, 1,5er Bohrer. Das war Spaß. Ja. So, jetzt siehst du hier die Materialien. Ist hier Leichtbau im Einsatz? Hier ist auch Leichtbau im Einsatz, klar, weil wir müssen auch um jedes Gramm kämpfen. Aber ich habe da immer den Hang zur Stabilität. Das heißt also, wir bauen natürlich viel leicht, aber Sandwich, dass es dann nachher doch wieder stabil ist. Das kann man an dem Fahrzeug auch sehen. Das merkt man auch, wenn man hier alles anfasst. Toll. So, das ist wahrscheinlich, ist das hier, ich sag mal, Ware, die man auch zu Hause verwendet, hier die Tür? Das stinknormal ist. Das ist VSG-Glas natürlich. Ja. Handelsübliche Stabilität. Das reißt nicht, splittert dann, oder? Ja, ist natürlich auch jetzt nicht die billigste Ausführung, wenn man das so sieht. Das ist alles echtes. Okay, verstehe. Vernünftiges Material. Ja, wenn man hier reingeht, hier ist eine Zwischentür. Auch die ist entsprechend gesichert. Wie ist die gesichert, damit sie nicht. Die verriegelt hinten, wenn man die aufschiebt. Kann man merken, wenn man die so. Pass auf, hier fängt der Punkt an. Ja. Achso, die geht über so einen. Die verriegelt dann. Okay. Die wird dann so geschnappt und dann kann ich die hier wieder mit einem kleinen Ruck kann ich die rausholen. Toll. Die Oberflächen, das ist jetzt graumatt. Das ist graumatt, ja. Wie oft werden die lackiert? Ja, graumatt ist jetzt nicht so schlimm. Wie oft? Dreimal? Die ist viermal, glaube ich. Jetzt. Viermal. Ja, viermal. Was ist denn schlimm? Schlimm ist Hochglanz. Erzähl mal. Also da sind 8 Schichten drauf, wie wir ein Auto, was wir letztes Jahr hier hatten, da sind 8 bis 10 Schichten drauf und immer wieder zwischenpolieren, bis man diese Oberflächen hat. Das ist echt Wahnsinn. Aber hier, das ist auch viel Arbeit, aber das ist damit nicht zu vergleichen. Das ist hier auch ein ganz anderer Charakter. Das Fahrzeug hat einen ganz anderen Stil. So, ist auch wieder speziell dann für den Kunden gemacht. Draußen ist es GFK. Wenn der Kunde sagt, ah, gefällt mir nicht GFK, kann man das spachteln und ganz glatt machen? GFK hat den, muss ich ganz ehrlich sagen, den Nachteil, der ist, eine GFK-Fläche ist nie so glatt wie eine Aluminiumfläche. Ja. Und da muss man einfach einen Tod sterben, muss man sagen, was will ich? Wenn ich jetzt viel in Spanien fahre, will ich auf gar keinen Fall ein Aluminiumauto fahren. Da ist wie ein Bratofen da drin. Weil die Aluminiumplatte, die heizt sich so auf und gibt die Hitze nach innen, dann macht die GFK-Platte überhaupt nicht. Und dann, wie gesagt, die sind verrottungsfest und man kann sie reparieren, wenn man sie wirklich mal kaputt macht. Ich muss ja mal ein großes Kompliment machen. Man sieht es kaum, dass es GFK ist. Also das ist schon wirklich sehr man gut verarbeitet. Man sieht es sehr, sehr wenig, aber man sieht es. Wenn man wir bauen ja Fahrzeuge mit Aluminiumplatten. Ist ja nicht so, als würde man die nicht bauen. Aber die haben einen anderen Einsatzzweck. Die sind spiegelglatt. Das ist eine andere Nummer. Aber für so ein Auto ist einfach besser in der GFK-Karosse. Man muss sehr nah rangehen, muss von der Seite man gucken. Man muss genau gucken, dass man es sieht. Und es sehen auch nicht die Laien wahrscheinlich. Die Laien wahrscheinlich nicht, weil wenn man, ihr müsst mal genau hingucken. Man muss also wirklich genau hingucken, um zu sehen, dass es eine GFK-Platte ist. So, kommen wir mal zum Bett. Ist da noch Stauraum unterm Bett eigentlich? Da ist noch Stauraum unterm Bett. Kannst du mir den mal zeigen? Nee, das kann ich hier leider nicht. Er ist Prototyp. Okay. Ja, nein, der ist
der kommt nochmal zurück ins Werk und wird dann fertig gebaut. Das heißt, man kann ich aber im anderen Auto zeigen. Ja. Dieses komplette Bett kann hier elektrisch hochfahren. Dann haben wir hier hinten riesige Stauräume. Und wenn ich mal dahin darf, das ist die Funktion. Ja. Moment. Dann haben wir hier, und das ist eine wunderschöne Sache, haben wir zwei riesengroße Schubladen, zum Beispiel für Schmutzwäsche oder für Handtücher oder so. Die sind natürlich echt heftig. Sehr tief. Ne? Die sind sehr tief. Ja. So, und jetzt kann dieses Bett elektrisch hochgefahren werden und dann hat man hier hinten jede Menge Stauraum, wo man da alles Mögliche reinpackt. Weil oft ist ja hier in dem Bereich die Garage drunter, das Bett ist fix. Nee, das steht hier auf der. Nein, das steht ja, das ist ja frei hier alles. Hier ist ja nichts drunter, hier ist ja nur Motor. Eckgaragen habt ihr gar nicht? Doch, bauen wir auch. Baut ihr auch? Ja, klar, so. Wir bauen. Also wir haben 1999 die ersten Actros hier gebaut. Da haben alle gesagt, der Volkner ist verrückt, baut auf dem LKW auf. Mhm. Heute ist das Standard geworden. 99 haben wir die ersten Actros, die fahren alle noch. Ja, ein gutes Jahr. Alle fahren noch, das haben wir eben noch erfahren. Das war der Max, der den bekommen hat, den älteren? Der Max hat jetzt einen bekommen aus der ersten Baureihe der Buschassis. Erzähl mal, Max, ist das jetzt, ist er schon fertig? Ja, na, der sieht tatsächlich von außen aus wie neu. Und innen? Und innen auch. Innen auch. Der hat Eichenholz, genau. Ja. Und die ganzen Teppiche allein schon, die sind noch wie neu. Ist die Originalteppich noch drin? Ist Originalteppich drin. Ich habe das Auto innen gelassen. Ich habe das genau so gelassen, wie es war. H-Kennzeichen hat er? H-Kennzeichen kriegt er jetzt. Ja. Der ist im Originalzustand. Ja, der ist im Originalzustand. Habt ihr ihn so gelassen? Ja, genau. Ja, da haben wir nichts dran kann gemacht. Kann mal zu euch kommen, den mal filmen? Ja, weil, ja. Also ich muss sagen, ihr seid jetzt wo, seid ihr ganz genau? In Wuppertal. In Wuppertal. Also ganz in der Nähe von hier, ja. Ich fahre demnächst nach Hannover, da ist ja IAA entsprechende Nutzfahrzeuge. Ja. In glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen ist sie da. Vielleicht kann ich mal einen Halt machen, dann müssen wir uns kurz vorher abstimmen, da gucke ich mal vorbei. Ja. Darf man da auch mal ein bisschen zeigen, was ihr macht, oder ist das alles Betriebsgeheimnis? Ich sag mal, so eine Holzbearbeitungsmaschine mal sieht oder mal, ja, mal so eine. Ja, das können wir machen. Wir haben also natürlich viele Geheimnisse. Also die wollen wir ja nicht zeigen. Die sind genau, aber so kann man das auf jeden Fall mal zeigen. Dass man das mal sieht, also wie das geht, weil ich kann mir ganz viele Sachen gar nicht vorstellen. Zum Beispiel dieser Schneider, der entsprechende Plasmaschneider, den erzählt hast, wo ihr da die und so weiter. Das ist also wirklich, ihr könnt alles machen. Das heißt, ja, also ja, alles. Ja, das sind natürlich auch große Maschinen. Wir haben Arbeitsflächen, also die Fräsmaschine, Brennschneideranlage kann 3x6 Meter. Das ist schon gewaltig. Also und ein Werkstück, das 3x6 Meter lang ist. Ja, ja. Genau. Und wir können sogar Platten fräsen bis 12 Meter. Also die Seitenplatten, die hier dran sind von den Fahrzeugen, die kommen auf diese Maschine und dann fährt die auf 12 Meter, fährt die kompletten Konturen. Und jetzt die Höhe, ich sag mal, die Endhöhe sind ja 4 Meter. Mehr geht ja eh nicht. Ja. Aber das ist kein Thema. Ihr könnt Fahrzeuge bauen, wie ihr wollt. Gab es schon mal einen Kunden, der sagt, ich hätte gerne einen Trailer hinten dran, Anhänger im gleichen Design? Ja, haben wir schon gebaut. Haben wir vor ein paar Jahren hier auf der Messe gehabt. Ja. Ist übrigens auch so eine Sache. Wir haben Actros hier stehen gehabt, der hatte 16 Tonnen Anhängelast. Auf einer Rockinger-Kupplung mit durchgehender Bremsanlage. Heißt Druckluftbremse, Vorradbremse. Und hat einen schweren Pferdetransporter dahinter. Den wir dann natürlich Tonnen auch bauen. Konnte der noch ziehen. Anhängelast, ja. Mit einer abgesenkten Garage, also mit einem Mini Cooper hinten drin. Einen kleinen Toyota Yaris oder so. Und mit unserem System, was wir auch schon in den 90er Jahren gehabt haben, wissen Sie, wo die Hydraulik hinten reinfährt. Mhm. Ne, der PKW drauf, Klappe zu, Rockinger-Kupplung dran, 16 Tonnen dranhängen. Super. Bitte noch ganz kurz den Kleiderschrank öffnen, weil das, der ist wahrscheinlich innen. Ja. Also Auto ist vor 3 Tagen fertig geworden zur Ehrenrettung. Ja. Noch nicht ganz fertig, aber ihr wolltet ihn unbedingt zeigen, weil das ist ein Highlight hier, oder? Ja, auf jeden Fall. War gar nicht geplant, aber weil der diese neue Steuerung hat, wollte man den unbedingt mitbringen. Das ist so. Gezeigt haben wir sie. Ja, da kann man sich auch drin verstecken in so einem Kühl. Gerhard. Ja, hier. Du, ich danke dir herzlich. Wir gehen mal weiter. Ich bin ganz beeindruckt. Ja. Wir werden auf jeden Fall nach Wuppertal kommen. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Herzlich eingeladen. Ich melde mich vorher mal an und dann schauen wir mal, wie in einem der besten Betriebe Deutschlands in dem Bereich gearbeitet wird. Mhm. Viele Hidden Champions bauen ja keine Reisemobile. Die machen dann RTWs, die machen Feuerwehren. Da gibt es so viel in Deutschland zu gucken. Du bist gut vernetzt unter den Kollegen eigentlich? Ja, aber Feuerwehren und so ein Zeugs haben wir auch schon alle gebaut. Habt ihr auch gebaut? Ja, klar. Ja. Wir sind Fahrzeugbauer. Wir haben alles gebaut, was sich auf Rädern dreht. Ja. Wir haben ein Motto, kann ich euch zeigen, ist aus den 70er Jahren, da steht drauf ganz groß, unser Motto, da machen wir Räder drunter. Egal was das ist, kann ich dir zeigen, wenn wir im Betrieb sind. Aber was ist denn das für ein Vorhang hinter dir? Das ist Omas alte Wolldecke. Ja, ist auch Kundenwunsch. Ist geil. Ja, ist geil. Wenn das Kamera zumachst, mach mal zu, bitte. Ja. Will man gerade sehen. Ist das scharf? Hm? Was? Und der hat das gesehen bei euch im Katalog oder hat er das selber irgendwie? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau macht ja so den Innendesign, aber die Kunden wollen das haben und dann sagen wir, okay, machen wir rein.
Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Gerhard Volkner und Max Volkner, dein Bruder fehlt noch. Der heißt wie nochmal im Vornamen? Leo Volkner. Leo. Der so. Arbeitet, weil einer von uns muss ja arbeiten. Ja, irgendeiner muss arbeiten. So, und da sind wir im Performance der Elva und das Ganze heute gedreht am 27. August 2022, Tag 2 der Messe, der erste Publikumstag, der große. Danke fürs Einschalten. Danke, Simone. Dankeschön. Danke euch beiden. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank.